So, schönen guten Tag hier zurück zu Factorio im Endlosspiel, so halbwegs endlos, ne? Wir haben ja eine Mission. Die Rakete muss nach oben kommen. Unsere Rakete muss steigen. Und einen Satelliten in die Weltumlaufbahn schmeißen. Irgendwann, so habe ich gehört, zumindest, also das Spiel ist, wird ja immer noch weiterentwickelt, immer weiter erweitert, immer noch weiter rumgefixt, irgendwie neue Sachen hinzugefügt, irgendwas geändert. So wie ich das gehört habe oder gelesen habe, soll da wohl auch noch Content kommen, der nach der Rakete passieren wird. Das wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern und wahrscheinlich wird das nicht innerhalb dieses Let's Plays hier noch der Fall sein, weil ich denke mal, das wird noch ein paar Tage dauern, das auf jeden Fall, aber nicht so Ewigkeiten. Wir haben eine gute Grundlage für so ziemlich alles gerade mal. Vom Öl haben wir da schon ganz gut was gerissen. Ich habe meine dritte Ölraffinerie hier hingeworfen. Ölraffinerie Sir Mike. Ja, die andere heißt drin bei Seth Sub, aha. Die hier ist Zack Z. Steht hier rechts am Namen. Das sind Namen, die von, entweder das Kickstarter oder irgendeine andere Version, irgendwie eine Unterstützungsversion war das, die hier das Spiel mitfinanziert haben oder mit unterstützt haben. Die durften dann sich den Namen ausdenken. Die durften dann selbst einen Namen da haben quasi. Das gleiche gibt es auch mit den Roboterhangern. Emo Green steht hier dabei. Und das gibt es auch mit den Laboren, meine ich, mit den Forschungsgeschichtchen hier, dass da einfach mal Namen von Unterstützern reingebastelt wurden. Ziemlich nette Sache, ziemlich lustig. Ein kleines nettes Feature. Das heißt, wir haben hier oben eine ordentlich dicke neue Ölaufteilung. Da ist auf jeden Fall genug drin. Da kommt genug rein, lange genug. Man könnte hier noch Geschwindigkeitsmodule reinklatschen, wenn man das dann wollte. Aber an sich wird hier der ganze Kleinkram schön aufgeteilt. Da haben wir nichts drin, da haben wir auch nichts drin. Naja, also hier als Puffer ist es nett, aber es ist nicht so wirklich viel, was hier dann überbleibt. Aber insgesamt heißt das so viel wie, dass hier alles ordentlich fluffig schnell funktioniert. Das ist ziemlich schnell voll. Da ist sogar mehr drin als notwendig. Plastik wird auch rausgehauen hier. Ist doch sehr an der Stelle so, dass es gut funktioniert. Ne? Man sieht, es ist relativ konstant in der Produktion. Auf der anderen Seite ist es ähnlich. Es kommt das gleiche raus oder sehr ähnlich halt. Und auch ähnlich sieht es hier unten aus, oder sollte es zumindest, wo das aufgespalten wird in Petroleum und hier unten nochmal eine Produktion an Krams hier. Ja, ist nicht genug Schwefelsäure da. Warum nicht genau? Weil da genug, hä? Achso, ist zu viel über. Okay, es fehlt hier, es fehlt ein grünen Bauteil, ein grünen Schaltkreisen. Da kommen nicht genug an. Warte mal, da muss ich mal kurz gucken, was da denn die Schwachstelle ist. Wir haben hier unten so ein paar noch drin. Nein, haben wir nicht. Okay, Schwachstelle gefunden. Wir haben einfach keine mehr. Das ist eine blöde Schwachstelle. Sehr blöde Schwachstelle. Wenn man nichts hat, dann hat man halt nichts. Das ist sehr, sehr doof. Ich muss gerade kurz gucken, woran das genau liegt hier. Also öltechnisch haben wir wirklich hier ein riesen Ding gelandet. Das ist super. Das ist wirklich gut. Man braucht so viel Öl stellenweise. Oder gerade im späteren Verlauf wird das Öl doch sehr, sehr wichtig, dass man da alles schon rausholen kann. Hier fehlt es an Kupferdraht. Mhm. Ja. Naja. Naja. Das ist doof. Da wird auch nicht so lange nicht so viel hergestellt. Oder es wird nicht ganz so viel hergestellt wie, nur, wie möglich. Hier ist ein gewisser Leerlauf drin, wenn auch nicht viel. Das war nur ganz, ganz kurz mal. Da haben wir einigermaßen viel Leerlauf drin. Da hätte ich gerne noch mehr von. Das müsste man dann mit der Forschung so ein bisschen anders machen hier, dass man das da ein bisschen anders verteilt vielleicht. Dass man das ein bisschen hochzieht. Wir werden angegriffen irgendwo, beschädigt. Ja, ist okay. Da unten, ich weiß nicht, ob da ein Hangar ist, ehrlich gesagt. Wie es da mit der Beschädigung aussieht. Der ganze Teil muss man weg hier. Das sieht furchtbar aus. Da oben kommt eh nichts. Deswegen machen wir das nochmal anders. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich würde es gerne so machen, dass ich mittlerweile, dass ich mal hier einen mobilen Roboterhangar habe. Das wäre ganz fantastisch. Dass der quasi von mir alles ausgeht. Wir können das Zeug bauen. Dafür brauchen wir Batterien. Ja, dafür brauchen wir Elektromotoren. Gut. Da das noch ein Sekündchen dauern könnte, mache ich das trotzdem noch mal per Hand hier. Man kann zwar faul sein, aber irgendwo sind auch Grenzen. Mal so gesehen. Ich glaube, ich habe die Grenze. Na, habe ich die erreicht? Ich bin mir nicht sicher. Es gibt noch sehr viel Schlimmeres. Es gibt noch sehr, sehr viel mehr Faulheit auf dieser Welt. Wir sind noch nicht am Ziel. Der maximalen Faulheit. Leider noch nicht. Eisen haben wir genug. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachlegen hier. Ein bisschen weiter basteln. Wobei, wir haben eine ganze Menge. Eisentechnisch geht es eigentlich wirklich. Kupfer ist im Moment. Das schwindet doch im Moment ziemlich. Deswegen schauen wir mal. Wir brauchen da auf jeden Fall mehr, was reingeht. Hier mache ich mal kurz weiter nach oben.
die Forschungsmenge hier, das reicht mir persönlich aus. Ansonsten würde man es oben noch fortsetzen wollen. Das kann ruhig ein bisschen hochgezogen werden hier. So viel brauchen wir wirklich nicht. Machen wir mal bis hier hinzu. Oder? Habe ich noch welche dabei? Ich meine, ich hätte noch Forschungslabore gehabt hier. Aber ich muss die ja nicht alle benutzen jetzt. Ich habe eh keine Forschung gerade aktiv am Laufen. Was machen wir denn da mal? Für die Rakete können wir Sachen machen, ja. Aber ich kann aber auch hier einfach mal sagen, hier Automatisierung 3. Oder, wir können die Module mal ein bisschen ausbauen hier. Geschwindigkeitsmodul, ich möchte die gerne haben. Das könnte gut funktionieren. Das bringt nämlich dann einiges. Da können wir dann einiges uns auch sparen an wirklicher zusätzlicher Gebäudegeschichte hier. Das heißt, theoretisch, wenn es hier möglich wäre, können wir dann hier ganz viele Module reinklatschen. Wir müssen die Module halt herstellen, ne? Mal so gesehen. Und wenn wir dann genug Kupfereingang haben, dann ist das auf jeden Fall eine fesche Sache hier. Ziemlich nett. Das kann ich mir dann auch rausholen. Ah, es ist auch nur so eine Notlösung, ne? Hier ist zwar ein bisschen was, aber das ist nur so eine Notlösung. Na, wobei, naja, bevor wir es gar nicht machen, hau ich mir das Zeug auch nochmal hier raus. Ja, ist doch noch ein Ticken, wobei hier ist... Halt, der hat den nicht gebaut. Ich wollte gerade sagen, hier ist ein bisschen was über. Aber wenn ich das eh verbaue, ist das sowieso was über. So, mal kurz anzeigen lassen. Ja, ein kleines bisschen ist dann noch über. Sollte aber relativ schnuppe sein. Also mir ist es dann egal. Und das gerne darüber. Also eigentlich, na... Ich muss es anders machen, das ist mir zu doof hier. Das mache ich direkt hier nach links durch. Das wäre so ein bisschen uncool, wenn das dann plötzlich komisch verteilt ist hier. Wenn der Platz hier oben dann belegt wird, wo man eventuell was anderes hinmachen könnte. Deswegen machen wir es so. Einmal hier rüber und dann klappt das super. Ich bastel das mal kurz da oben ran und werde das mal ordentlich sinnvoll anschließen. Bis gleich. So, ich habe jetzt hier einfach hier nochmal eine zweite Runde an Öfen daran geworfen. Das hier unten ist jetzt einfach mal angeschlossen mit einem langen Fließband und wird dann hier direkt mit verarbeitet. Damit ich dann nicht alles oben hier überlaste, weil da kann ich nicht wirklich neue Sachen hinzupacken hier. Deswegen einfach mal hier noch mit dran. So, sieht ganz gut aus. Sollte gehen. Ich brauche noch hier ein bisschen an Kohle, sollte man meinen. Und zwar, warum habe ich Roboter dabei? Ich weiß es nicht. Warum habe ich Roboter dabei gehabt? Wer macht denn sowas? Vermisst sie niemand? Ruft deine besorgte Mutti an. Ja, haben sie mein Roboterchen gesehen? Der ist mir letztens weggeflogen, mein kleiner Wolfgang. Ne? Und dann ist sie ganz besorgt und dann wird er rumgeweint und dann freut sie sich, wenn man den dann wiederbringt. Das ist dann schön. Ich brauche aber keine Anbieterkiste, ich brauche eine Anforderungskiste hier. So. Zack. Und zwar mit Kohle. So. Ja. Sollte gehen. Ich hoffe mal, das wird ein bisschen was bringen hier. Die rattern alle gerade mal los hier. Die wollen, glaube ich, Kohle holen von da unten. Das wäre ganz praktisch. Dass dann hier schon was eingeschmolzen wird. Ich hoffe mal, dann kommt noch genug hier oben an. Ist aber letztendlich auch egal. Ich habe auch in der Nacht gerade mal festgestellt, dass wir noch ein Stromproblem haben insgesamt gesehen. Dass hier nicht genug rausgegeben wird. Und wahrscheinlich die Akkus einfach mal zu wenig sind. Wobei in der Nacht auch gekämpft wurde. Das heißt, dass die Lasertürme da entsprechend Leistung gezogen haben. Das war ein bisschen uncool. So, haben sie jetzt Kohle hier? Ja. Scheint zu funktionieren. Hier wird direkt rumgeschmolzen. Man kann auch in... Ne, in die Teile kann man das nicht. In die größeren Schmelzen kann man entsprechend Module reinbauen. Machen wir vielleicht auch. Erstmal sieht es hier aber ganz gut aus, dass hier mehr vom Kupfer ankommt, wie es aussieht. Zumindest sollte das gleich mal irgendwann der Fall sein. Vielleicht noch nicht jetzt sofort, aber das sollte zumindest gleich hier mal ein bisschen mehr werden. Na, sieht ganz okay aus. Und dass dadurch dann entsprechend mehr von den grünen Teilen hier hergestellt werden. Das geht zumindest bis oben durch hier. Da sind sie bis hierhin ganz. Das nach oben ist ja noch Platz. Da könnte man dann noch mehr von den Teilen herstellen lassen. Falls wir noch mehr an Kupfereingang haben hier. Sieht bisher aber ganz in Ordnung aus. Bisschen mehr, klar, geht immer. Es war jetzt nicht so viel, was da hinzugekommen ist. Ne? Sind wir mal ehrlich. Es war jetzt nicht so viel. Das müsste man an anderen Stellen nochmal erweitern hier. Wir können die Akkus halt nochmal mehr basteln. Ne? Da ist ja noch deutlich was über hier. Wenn wir uns dann nochmal so ein Fältchen irgendwo hinwerfen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele da gerade hergestellt worden sind. Aber dass wir hier meinetwegen noch so ein Feld damit ranpatschen. Oder irgendwo, wo der Sound oder wo die Geräuschkulisse uns vollkommen egal ist. Meinetwegen sogar hier. Wobei hier noch weiteres Öl ist, aber ich denke mal, wenn ich das hier einfach platziere. Sollte das funktionieren. Eins brauche ich hier als Baudingens. Ich mache da mal direkt 5 Stück ran.
So, können Sie es gerne holen, wenn Sie wollen. Und ansonsten sieht es gut aus. Hier fehlen dann noch so ein paar so ein paar kleine Solarzellchen vielleicht. Sollte man meinen. Kann ich das einfach drüber schreiben? Ja. Oh, das ist gut, das ist gut. Wenn das erkennt quasi, dass an der Stelle da die Teile, die auf dem Plan stehen, schon vorhanden sind. Und dann einfach mal die Sachen da drüber bauen kann. Das ist geil. Das ist eine schöne Sache. Hier ist auch noch Kupfer. Toll. Spitzenmäßiger Ort. Ja, ich muss hin und wieder mal noch ein bisschen was ausleuchten hier. Das ist doch sehr, sehr dunkel. Und genau, die benötigen alle Bauroboter. Ansonsten ist alles vorhanden. Das ist schon mal gut. Das Zeug hier darf auch gerne mal alles abtransportiert werden. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo einen Zuführer habe, dass man das alles wieder hier auf die Forschung da drauf kriegt. Aber ich forsche im Moment eh nicht. Von daher, was soll das? Geschwindigkeitsdingens. Ich muss mal langsam anfangen, hier Alien-Wissenschaftspakete herzustellen. Das wäre ganz cool. Das wäre ganz sinnvoll vor allem. Dass wir da mal ein bisschen vorankommen. Aber das ist das einfachste, gefühlt das wirklich einfachste, was man machen kann. Man braucht Alien-Artefakte. Fertig. Einfach in so ein Gerätchen reinwerfen und dann hat man da konstant Artefakte, die dann zu entsprechenden Sachen umgebastelt werden. Ziemlich, ziemlich simpel. Das geht dann schon. Achso, die nochmal zurück hier. Zack. Alien-Dinger haben wir sogar einige dabei. Wobei ich im Moment nicht sicher bin, hier ist ganz viel zu wenig Strom. Das sieht man da aber. Warum ist das so wenig Strom? Haben wir da... Das funktioniert alles... Genau, hier oben meintet ihr, dass da noch ein... Da fehlt ein Rohr, da fehlen Rohre. So, sollte ein Ticken mehr sein, aber wirklich nur ein kleiner Ticken. Ja, mit 3 Megawatt mehr oder sowas. Oder 4, wenn es hochkommt. Na, es sind 3. Es sind 2. Eigentlich sind es nur 2. Eigentlich müsste es 1,5 sein, weil die hier immer 510 bringen. Eine komische Zahl, aber das ist halt gerade mal so. Das, was dabei rumkommt. So, das andere für die anderen Sachen bräuchte ich bitte gerne. Ich weiß, dass ich hier einige von den Gebäuden da parat habe. Ich werde mir nochmal einen Schwung mitnehmen, einfach in der Hand hier. Nicht, dass ich die immer baue hier, ne? Und dann habe ich da irgendwie, dann stelle ich welche her, obwohl ich die eigentlich schon lange alle vorrätig habe. Das wäre ja auch Quatsch. Das geht immer so schnell hier. Ah, super. Da nochmal forschen, auch wenn ich das wahrscheinlich nicht benutzt werde. Das Energie-Dingens-Bumses-Modul. So. Einfach mal alle rein damit. Da kommen immer 10 Stück bei raus. Das heißt, aus den 41 werden immerhin 410. Das ist schon mal ein guter Anfang. 10-mal Alien-Wissenschaftspaket. Das ist, irgendwann hat man die Dinger genug, wenn man eine gute Möglichkeit hat, wie man Aliens ausmerzen kann. Die will ich mir auch nochmal machen. Mit den, nicht mit den Verteidigerkapseln, mit denen, die später noch kommen. Die will ich auf jeden Fall auch automatisch herstellen lassen. Die brauchen allerdings auch einigermaßen viel an Krams. Das ist eigentlich ungeil. Oder will ich die herstellen lassen? Das wäre eine einfache Variante. Es wäre schön, ja. Aber ich möchte erstmal möchte ich gerne Panzer haben. Das wär ungefähr das, was ich gerne mal zum Kämpfen benutzen wollte. Und ich glaube, ich habe schon Panzer, ne? Kann das sein? Ich komme ein bisschen durcheinander mit den ganzen verschiedenen Speicherständen. Aber ich glaube, ich habe einen Panzer. Panzer? Wo ist er denn? Da ist der Panzer, genau. Ich könnte da natürlich mal Munition für herstellen. Das wäre eine Möglichkeit. Allerdings bräuchten wir dafür explosiv... hier, Sprengstoff heißt das Ding. Es heißt Sprengstoff. Können wir herstellen mit Schwefel und Kohle und Wasser. Ist eigentlich nicht so kompliziert. Wir haben da oben genug Schwefel. Ah, das geht so schnell. Effektübertragung wäre auch eine Sache, die wir nochmal machen könnten, die ganz schön wäre. Ich mache aber erstmal hier Nachtsicht. Das ist ganz sinnvoll. Das geht auch ziemlich fix. Damit wir nachts denn was sehen können. Die Rüstung, die wir hier haben, das wäre mit Elektromotoren. Genau, ich erinnere mich. Machen wir Sprengstoff, ja, ne? Damit wir den Panzer ein bisschen sinnvoller benutzen können. Dafür brauche ich wieder eine... So ein Ding, glaube ich. Oder? Warte mal, es wird doch angezeigt, wo man das dann benutzen kann oder herstellen kann, vielmehr. Sprengstoff, Wasser wird hergestellt in Chemiefabrik, ja. Ja. Habe ich wahrscheinlich auch noch welche von. Befürchte ich mal. Das können wir uns dann hier oben klauen. Rein vom Schwefel her, das sollte passen. Da unten, ich bin mir nicht sicher, wie viel da rauskommt, ehrlich gesagt. Achso, nee, doch, da hatten wir genug. Das war alles sehr in Ordnung. Warte mal, wenn wir da Wasser brauchen. Ich werde das einfach mal hier nebenhauen direkt. Dass wir hier... Ja, warte mal, da haben wir den Schwefel drin. Oder da ist welcher.
Wir brauchen davon ja auch nicht unendlich. Na, aber was haben wir hier zumindest? Wir brauchen nicht unendlich an Munition. Das wäre Quatsch. Munition hier, Dingensbumsens. Krams, Krempel. Krams. Ja, das sollte gehen. Ich brauche da wirklich nicht so Unmengen von. Zumindest vorerst. Wer weiß, was wir dann alles mitmachen werden. So. Und das braucht noch Strom dezent. Sehr dezent. Zack. Bisschen abführen dann auch noch. So. Das sollte gehen. Das kann ruhig voll sein. Es wird am Ende hier an den Zutaten scheitern. Das könnte man aber auch direkt dann umverwursten zum Kanonengeschoss. Kunststoffstange, Stahlträger. Wie lange dauert das Herstellen? Lange. Okay, es dauert einigermaßen lange. Kunststoffstahlgeschoss ist direkt nebeneinander hier. Wir machen das. Wir machen das mal anders. Wir machen das einfach mal hier irgendwo hin, wo denn das geht. Ich mach das direkt hier hin. Sonst brauche ich Sprengstoff halt nicht wirklich, meine ich zumindest. Meiner Erinnerung nach. Sprengstoff hier, das Geschoss. Man kann hier die Dinger mit Flächenschaden machen. Die machen dann aber auf einzelne Ziele sehr viel weniger Schaden. Hier haben wir 150 physisch, 50 Explosionen. Hier haben wir 30 physisch und 80 Schaden Explosion auf 4 Flächen Dingensbumses. Fand ich nicht so ganz geil. Fand ich nicht so überzeugend. Braucht man halt mehr Schuss. Ich will das in erster Linie dafür haben, dass ich die Nester direkt selber zerlegen kann. Das ist tatsächlich für mich der interessantere Teil. Gegner kaputt machen, ja, kann man machen, klar. Aber das war für mich der interessantere Teil, dass ich da überhaupt wie heißt es? Die Nester kaputt machen kann. Weil das sind die Sachen, wo dann die Gegner nachkommen. Und da will ich dann möglichst fix das alles beseitigt haben. So, es fehlt wirklich an den grünen Teilen hier. Das ist fies, das ist sehr, sehr schlimm. Also ungeil. So, Forschung. Tragbare Laserabwehr wäre eine Variante, ja. Batterie MK2. Mit der Batterie eine höhere wäre natürlich auch schön, aber die wird teuer sein, glaube ich. Ja, boah, wobei es geht. Na, doch, ist teuer. Was haben wir hier? Kampfroboter 2. Ich mache mal die Kampfroboter, die sind super. Die sind dann teuer. Hier die Ablenkerkapsel. Oder? Nee, hier die Zerstörerkapsel. Die ist fantastisch. Die ist aber auch wirklich teuer. Müssen wir gucken, ob sich das lohnt. Mit denen kann man wirklich einiges reißen. Eigentlich würde ich da gerne was mitmachen, ja. Aber eigentlich würde ich auch gerne andere Wege einschlagen, wie man dann kämpft. Wie gesagt, mit dem mobilen Hangar habe ich die Hoffnung, dass das alles irgendwie dann funktionieren könnte. Ich meine, so die großen, bösen Kampfsituationen sollten wir eh nicht haben. Sind wir so ehrlich? Das sollte eigentlich sehr überschaubar sein. Das ist jetzt nicht so, dass wir da plötzlich keine Ahnung was für Sachen vor uns haben. Meine ich. Achso, Alien-Artefakte. Habe ich noch welche hier unterwegs? 44, ja. Sehr gut. Wo sind die denn? Ich lasse mir mal 10 liefern hier. Per Lieferservice. Ist schon ganz angenehm. Das ging schnell. Die waren also hier vorne irgendwo. Ja, die wären hier. Nicht hier gewesen. Da, 34 Stück. Deswegen hätte ich gerne von den Kisten ganz viele, dass man da direkt schon sehen kann, wo jetzt was genau drin ist. Das wäre sehr, sehr praktisch. 14 Stück. Boah. Gut, wir bauen uns einen Kampfanzug. Der hat eine modulare, also der hat Gittergröße 7x7. Damit kann man dann entsprechend ein paar Sachen reinbasteln. Zum Beispiel Solarmodule, ja. Achso, warte mal. Wir haben noch welche hier. Solarmodulchen, ja. Zack. Dass wir hier tragbare Solardinger bauen. Und dass wir dann, ich zeige euch das gleich, wie das genau geht oder wie das aussieht. Dass wir den Anzug, wo ist er denn? Hallo, kleiner Anzug? Da. Dass wir da nämlich drauf gehen können. Zack, und dann haben wir hier dieses Feld. Das ist unser Anzug, unser modulare Anzug. Da kann man dann zum Beispiel das tragbare Solarpanel reinhauen. Hat ziemlich wenig Leistung, ist ziemlich albern, aber es funktioniert wohl. Und an sich würde ich das Ding gerne bauen. Der tragbare Fusionsreaktor. Der hat durchaus einen ziemlich großen Vorteil. Nachtsichtgerät ist auch eine nette Sache. Energieschild kann man machen, ja. Dadurch haben wir entsprechend eine Verteidigung. So ein bisschen. Batterie wäre ganz nett. Dass ich das aufladen kann. Ansonsten Exoskelett wäre auch eine fantastische Sache, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Mache ich sogar direkt. Hier, komm, gib her das Ding. Braucht zwar tierisch viel Strom, aber
Wenn wir das Ding bauen können hier, dann wäre das durchaus eine Variante. Das heißt, ich hätte gerne 100 Stück hiervon. Das sind 32. Mist. Was fehlt hier genau? Achso, die Grünen. Natürlich. Die Grünen fehlen mal wieder. Ne, was fehlt noch? Bei den grünen Sachen, es kommen zwar welche an, ne? Aber das ist, ist halt die Frage, wo... Hier werden die nicht unbedingt mehr weggerissen. Da werden gar nicht mal so viele weggenommen hier. Zum Produzieren. Die werden nach unten weitergeleitet hier. Das heißt... Das ist tendenziell doch auch eher doof. Das geht alles für die Forschung drauf hier, ne? Die Dinger hier. Beziehungsweise für die Ärmchen. Aber an sich... Man sieht es ja, die machen nichts mehr, weil die alle voll sind. Oder sind die voll? Ne, die sind voll, genau. Der Ausgang ist voll, ja. Ich muss da gleich mal hochgucken, warum das nicht wesentlich mehr wird hier. Das irritiert mich echt ein bisschen. Ja, ist nicht schön hier. Machen wir da noch eine Batterie rein. Das füllt sich dann so ganz langsam, man sieht es hier unten. Es wurde hinzugefügt, wir haben hier das Exoskelett, das wird zu viel Strom fressen. Das wird sowas von schnell leer sein. Die Sachen laden sich dann alle einzeln auf hier. Oh, die Batterie lädt sich auch auf. Wenn das alles voll ist hier. Ja, ganz, ganz langsam. Man kann da ganz viele Solarmodule reinwerfen. Hätte... Ja, wäre halt teuer, ne? Tragbare Solarmodule. Jetzt kann man ein bisschen schneller rennen. Zumindest solange die Batterie halt voll ist. Was sehr kurz ist. Aufladen kann man sich leider nirgendwo direkt. Deswegen hätte ich gerne den Fusionsreaktor. Der bringt ungefähr 75 mal so viel wie das kleine Ding. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Das hätte ich wirklich gerne. Ja, machen wir aber so. Ich werde hier mal per Hand die Dinger da reinschmeißen. Dass die mal irgendwie was zu tun haben hier. Das dauert halt auch eine ganze Weile, ne? Deswegen sollte das schon alles ein bisschen schön verteilt sein hier. Ansonsten guck ich nach dem Kupfer. Es sollte halt mehr ankommen, ne? Aber schauen wir mal. Die Taktik ist im Moment so, dass ich vielleicht hier unten mal das Kupfer mir anwerfe, anschmeiße, das mitnehme. Das ist zumindest eine ganze, ganze Menge. Das wäre schön. Oder halt hier oben. Da vielleicht. Ist ja vielleicht noch schöner, weil da sind keine Aliens gerade mal. Das ist ein bisschen doof.